Ja, hallo meine Freundin, herzlich willkommen zu einem diesmal ganz kurzen Video. Mein Longtime-Supporter Olaf hat mir wieder mal ein Messerchen rumgeschickt und wenn von ihm ein Messerchen kommt, dann weiß ich schon immer, da ist irgendwas umgebaut, denn normale Messer verschickt er nicht. Ja, hier hat er sich mal an einem einfachen, aber ich sag mal recht ordentlich verarbeiteten chinesischen günstigen Messer verbastelt. Ich will jetzt hier gar nicht großartig auf die Marke eingehen. Das Ding heißt Brother und das Modell ist 1502. Was das Ding kostet und wo man es zu kaufen gibt, das müsst ihr selber suchen. Aber ich fand, das ist ganz ordentlich verarbeitet. Darum wollte ich das mal hier kurz in die Kamera halten und ihm Olaf Danke sagen für seine langjährigen treuen Supportdienste hier immer wieder mit neuen Ideen. G10, schön alles Messing, Messingplatin, Backlock, 440C Klinge, ne? Und wenn es vom Olaf kommt, ist natürlich klar, er baut dann immer an alles, an jedes Gear, Messer und sonst was immer erstmal Clip dran und das finde ich richtig klasse. Was hier natürlich super gut zu lösen ist, denn dieses Messerchen hatte hinten drin einen massiven Backspacer aus Stahl, ein richtiger Stahlblock und da konnte man von oben natürlich wunderbar reinbohren, Gewinde reinschneiden und zwei schön versenkte Torx-Schröppchen mit diesem wunderbaren kurzen kleinen Clip reinmachen. Also da sollten sich mal einige Hersteller eine Scheibe abschneiden. Erstens, dass man auch an solche klassischen Backlog-Folder einen Clip machen kann. Und vor allem an dieser Clip finde ich klasse. Der ist nicht zu lang. Oftmals hat man an Messern manchmal riesige Clips, die so zwei Drittel der Länge vom Messer haben. Ja, vor was denn? So ein kleiner, dezenter Clip reicht doch auch. Das Ding muss doch nur in der Hose hängen bleiben und nicht irgendwo, was weiß ich, riesengroß sein, ne? Aber seine Clip-Dinger sind immer gut, habt ihr schon ein paar Mal hier auf dem Kanal gesehen. An Victorinox-Messern hat er schon Clips angebracht, ne? Gerade auch an Alox und alle möglichen, ne? Wo er ein Loch reinbohren kann und Gewinde ranschneiden kann. Da kommt ein Clip dran. Finde ich immer klasse. Ne? Und dann kannst du auch wirklich aus so einem günstigen erst noch gut aussehen und meiner Meinung nach echt gut verarbeiteten Messer in dieser Preisklasse, der absolute Hammer, ne? Ein führungsmögliches Messerchen bauen, das eben nicht quer in der Hosentasche unten drin liegt oder du extra eine Gürteltasche brauchst, sondern zack, Clip dran und schon hast du hier einen schönen Backlog-Folder für unterwegs dabei. Ne? Natürlich 42A konform. Schön alles toll runtergeschliffen, schön überall Messing hier, Achse verstärkt hier drin mit den Buchsen außenrum. Kein Spiel. Sitzt Bombe, die Klinge, 440C, 8 cm Klinge, reicht völlig aus für alltägliche Schneidaufgaben als EDC. Flachschliff, sauscharf, Nailnick, Backlock, Lanyard Hole. Cooles Teil in der Preisklasse, bloß gehört halt serienmäßig schon ein Clip dran, ne? Aber da hätte ja der Olaf ja nichts mehr zu tun. Okay, das war mal ganz kurz ein Dankesvideo an Olaf für seinen langjährigen Support mit so vielen Sachen und Messern und Ausrüstungsgegenständen und Clips und Tools und weiß der Geier, was für Umbauten er mir da schon geschickt hat. Oder auch gute Tipps für Einkäufe, ne? Versorgt mich da immer mit guten Deals, ne? Wenn einer seiner Spezies irgendwas zu verkaufen hat. Olaf, du bist einfach Hammer, darum ist auch momentan gerade, oder je nachdem, wann das Video kommt, hast du es wahrscheinlich schon bekommen. Ein kleines Dankeschön mal an dich unterwegs. Muss auch mal sein. Jo. Ein super günstiges chinesisches Backlock-Messerchen mit 440-10, G10 und jetzt mit Olaf-Clip-Erweiterung. Ne? Immer wieder klasse, deine Umbauten. Okay, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Und bevor das Video zu lang wird, sage ich ciao Leute, macht's gut, immer schön Messerchen einstecken. Bye bye, euer Hilbili, macht's gut, ciao.